Ganz viele großartige Politiker in Deutschland haben super Ideen, finden aber leider kein Gehör. Das tut man so, das hat was mit Anstand zu tun, meines Erachtens. Einfach bei jeder Gelegenheit darauf aufmerksam zu machen, was da passiert ist, damit sich solche Dinge nie wieder wiederholen. Deswegen sind, glaube ich, auch so kleine Dinge im Leben ganz wichtig, dass man trotzdem über den Tellerrand hinausschaut. Und das macht mit Sicherheit weniger mit mir als dieses Treffen mit Margot Friedländer. Wenn du bist, wie du bist und dich nicht verstellst, so soll es eigentlich sein. Ich habe ein Zitat von Ihnen, das fand ich sehr beeindruckend. Mir ist es wichtig, mich weiterzubilden und Menschen kennenzulernen, die jenseits des Sports sich befinden. Ja, man lernt immer wieder neue Leute kennen und ich glaube, gerade durch den Sport ist man natürlich auch so privilegiert, dass man auch die Möglichkeit hat, beispielsweise eine Persönlichkeit wie Margot Friedländer kennenzulernen. Und das Treffen war für mich mit Sicherheit extrem lehrreich und sehr bewegend. Wirklich eine unglaubliche Persönlichkeit, von der wir alle natürlich sehr viel lernen können. Und das sind Momente, die einem der Fußball ermöglicht. Und ich wäre ja doof, wenn ich mich dem verschließen würde. Wie ist das abgelaufen? Wie muss man sich das vorstellen? Sie treffen die Margot Friedländer, Sie reden miteinander. Was sind da so Themen, über die ihr gesprochen habt? Was hast du mitgenommen? Also ich bin mittlerweile es eigentlich gewohnt, rauszugehen in ein Stadion, wo 80.000 Menschen mir auf die Füße gucken und wahrscheinlich noch mal ein paar Millionen irgendwie vor den Fernsehern. Das macht mit Sicherheit weniger mit mir als dieses Treffen mit Margot Friedländer, weil du denkst natürlich, was sagst du, was fragst du, was darfst du vielleicht auch nicht sagen. Ist ja auch insgesamt ein Thema, worüber wir auch sprechen wollten, was natürlich sehr sensibel ist. Und da war ich halt total aufgeregt und angespannt. Und dann kommt eine Person rein, ganz zierlich, ganz klein, aber eine wahnsinnige Ausstrahlung und einfach lebensfroh. Und das hat mich eigentlich am meisten überrascht. Also du hast da jetzt keinen Menschen gesehen, der gebrochen war, sondern wirklich lebensfroh. Und er hat auch Sätze gesagt wie, ich liebe Menschen. Und wenn man mal darüber nachdenkt, was ihr widerfahren ist und was Menschen ihr auch angetan haben, dann noch so einen Satz zu sagen, das war schon, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, weil das zeigt einfach, wie es auch funktionieren kann. Und jetzt liegt es an uns, diese Botschaft auch weiter in die Gesellschaft zu tragen, weil sie es jetzt nicht mehr kann. Was hat das mit dir gemacht, das Gespräch? Also in erster Linie möchte ich eigentlich, das war auch, glaube ich, ihre Botschaft an mich, eben genau diese Zeitzeugen, die es in näherer Zukunft nicht mehr geben wird, eben weiterleben zu lassen und das Gesagte weiterleben zu lassen. Sie hat ja auch ein Buch darüber geschrieben und einfach bei jeder Gelegenheit darauf aufmerksam zu machen, was da passiert ist, damit sich solche Dinge nie wieder wiederholen. Und ich glaube, wie gesagt, das war das, was sie auch so ein lang erfülltes Leben dann im Endeffekt auch hat leben lassen, diese Botschaft in die Gesellschaft zu bringen. Was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war das Spiel gegen Ungarn, wo du das Tor geschossen hast. Du bist in die Fankurve der ungarischen Fans gegangen, die, das muss ich erklären, sehr rassistisch unterwegs waren in vergangenen Spielen und hast spontan so ein Herz gezeigt. Wie, war das spontan? Ja, man sagt ja so ein bisschen, dass Liebe entwaffnet, und ich glaube, das ist am Ende des Tages auch die Botschaft gewesen. Die habe ich auch danach noch auf den sozialen Medien verbreitet, Spread Love. Und das war eigentlich meine Botschaft an die Leute. Und ich glaube, dass sie schon auch rassistische Züge haben und sich auch rassistisch geäußert haben in den Spielen davor. Aber in dem Zusammenhang ging es eigentlich um viele homophobe Plakate und auch eins, was ich dann vor Anpfiff da gesehen habe, genau auch an der Stelle neben dem Tor. Und dass es dann am Ende dieses Herz wurde und dann auch noch genau auf der Seite, da kommt natürlich dann viel zusammen. Und es war am Ende des Tages dann auch eine spontane Reaktion. Aber vor dem Spiel hat man sich da schon ausgemacht, dass, falls da mal sowas, so ein Wunschszenario eintritt, dass man da natürlich die Gelegenheit nutzen kann, um da auch noch ein Zeichen zu setzen. Ich glaube, wir haben unzählige Spieler, die sich mehr Gedanken machen über die Themen und einfach aufgrund dieser extremen öffentlichen Aufmerksamkeit auch die Chance sehen, Dinge anzustoßen, Debatten anzustoßen. Und deswegen glaube ich, bin ich da mit Sicherheit kein Einzelfall. Grundsätzlich gilt es auch immer noch dazu zu sagen, dass wir Sportler sind, Fußballer sind, und gerade bei einem EM-Spiel ist meine erste Aufgabe, mich auf mein Spiel zu konzentrieren und wenn ich reinkomme, ein Tor zu schießen. Aber die Reihenfolge hat ja gepasst, von daher.
Felix, Thema Begegnung, Margot Friedländer, wie sieht das bei dir aus? Gab es bei dir Begegnungen, die dich sehr inspiriert haben, geprägt haben? Bei uns in Garmisch gibt es so eine Behindertenwerkstätte. Und ich bin immer nach den Rennen bin ich dort hingegangen und habe in der Früh mit denen dann Tischkicker gespielt. Und die waren so gut, gell? Die haben mich immer abgezogen, weil ich bin da nicht so gut drin. Und das hat mich, wenn ich ein gutes Rennen hatte, hat mich das einfach sehr geerdet. Und auch wenn ich schlecht gefahren bin, dann haben sie mich irgendwo aufgebaut. Und das war eigentlich was Schönes. Deswegen sind, glaube ich, auch so kleine Dinge im Leben ganz wichtig, dass man trotzdem die Augen aufmacht, über den Tellerrand hinausschaut. Und aber wenn es natürlich um so Persönlichkeiten geht, das ist natürlich was, man ist extrem nervös davor. Und diesen Moment hatte ich schon auch einmal, muss ich sagen. Das ist noch gar nicht so lange her auch. Und zwar habe ich eine Uigurin getroffen hier in München, die aus China geflohen ist, die dort in einem Umerziehungslager war und eine der ganz wenigen ist, die dort fliehen konnte. Ja, die hat mir dort ihre Erlebnisse geschildert. Das kannst du dir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass so etwas in der heutigen Zeit noch möglich ist, das, was sie dort erlebt hat. Und das macht mit einem. Deswegen habe ich auch gefragt, was das mit dir gemacht hat. Also ich bin dann nach Hause gefahren, ich war ehrlich gesagt fassungslos, sprachlos und habe mir schon meinen Teil dabei gedacht. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass es auch an uns liegt, letzten Endes dann auch in der Generation, dass man so etwas nach außen trägt, dass das die Menschen mitbekommen. Du warst gestern in Salzburg, hast du mir erzählt. Es ging um deine Stiftung. Magst du uns kurz erzählen, was du dort machst und was dich dazu getrieben hat? Ich habe immer mehr Kinder gesehen, wie sie mit dem Telefon da sitzen und gar nicht mehr so nach draußen schauen. Ich habe Eltern beim Essen gesehen, wie die Kinder mit einem Tablet da sitzen beim Essen und die Eltern geben denen das Essen mit der Gabel rüber und die machen nur den Mund auf. Da dachte ich mir so, hey, nee, das kann es eigentlich nicht sein. Das kann nicht die Zukunft sein. So. Die Kinder müssen rausgehen. Dieses Tablet kann nicht der Spielplatz sein, sondern draußen in der Natur ist der Spielplatz. Und dann habe ich ein Programm entwickelt, das nennt sich Beweg dich schlau. Das kindgerecht ist, wo man innerhalb von kürzester Zeit auch ein Erfolgserlebnis haben kann, ähnlich wie bei einem Computerspiel. Und ja, dann sind noch mehr Bücher gekommen und Kinderbücher. Und so versuche ich letzten Endes die Kinder wieder zur Bewegung zu bringen, dass die Bock haben, zu den Vereinen zu gehen, dass die Sport machen wollen und dass sie nicht zu Hause sitzen und letzten Endes nur in dieses vierkante Kastel da reinschauen. Das kann nicht die Zukunft meines Erachtens sein. Bei dir war das ja auch ein Prozess, ja, wenn ich mal das salopp sagen darf, von einem skifahrenden Lausbub zu einem Botschafter für wichtige Umwelt, aber auch soziale Fragen. Wie ist dein Entwicklungsprozess da? Wie hat das stattgefunden? Nee, das ist ein Prozess, den du machst. Ich glaube, früher, wenn du jung bist als Sportler, dann steht der Sport oder du lebst so in deiner Blase, sage ich mal. Also da gibt es den Sport, du trainierst, du fährst Rennen, alles ist neu, du hast neue Eindrücke, alles ist toll, alles ist cool, du erlebst Sachen, lernst viele Menschen kennen. Aber ich glaube, wenn das von Jahr zu Jahr immer das Gleiche ist, dann öffnet sich dein Horizont. Dann nimmst du nicht diese neuen Dinge mehr wahr, sondern nimmst andere neue Dinge wahr. Und so war es bei mir halt auch. Umso länger ich letzten Endes auf den Bergen Ski gefahren bin von Jahr zu Jahr, umso mehr habe ich auch die Veränderungen wahrgenommen, die von Jahr zu Jahr stattfinden beim Gletscher. Und irgendwann kommt dann ein Punkt, wo du dann natürlich, glaube ich, schon auch mal ein Alter erreichst, wo du dir auch andere Gedanken machst, wo es um Familie geht, dann wenn du eigene Kinder hast. Das macht nochmal was enorm mit dir, weil du lebst ja nicht mehr für dich selber, sondern du lebst eigentlich, oder so geht es mir zumindest, ich bin mir selber ehrlich gesagt total wurscht. Ich lebe nur für die nächste Generation, für unsere Kinder. Ich will, dass es denen gut geht. Und dann fängst du auf einmal an, halt auch dafür zu kämpfen, dass die unsere wunderbare Natur auch noch so erleben dürfen, wie wir es erlebt haben. Und das macht was mit einem. Ja. Das war schon war ein Prozess. Wie steht ihr dazu, dass man sagt, okay, Sportler müssten eigentlich ihre Öffentlichkeit dazu nutzen müssen, ja, dazu nutzen, um letztendlich irgendwo zu promoten, weil sie sind ja Vorbilder. Sie müssen quasi permanent Vorbilder sein. Wie steht ihr dazu?
ist definitiv kein Muss. Ich persönlich habe mich ja jetzt auch auf politischer Ebene zumindest mal sehr klar gegen die AfD positioniert und weiß auch, was es bedeutet, wenn man sowas macht. Und weiß, was da für ein Gegenwind kommen kann. Und ich glaube, dass es mit Sicherheit, oder ich bin mir sehr sicher, dass es nicht für jeden gemacht ist. Ja, dementsprechend würde ich das von niemandem verlangen. Ich freue mich über jeden, der das macht, weil ich glaube, dass das wichtig ist und dass es ein großes Privileg ist, diese Reichweite, die man hat. Ich glaube, ganz viele großartige Politiker und in Deutschland haben super Ideen, viel zu sagen und finden aber leider kein Gehör. Und da haben wir natürlich das Riesenprivileg, dass wir das Gehör finden. Und ja, wenn wir was sagen oder Stellung beziehen, dann wird das immer sehr groß in den Medien auch ausgetragen und ausgefechtet. Und ich sehe das eben als Chance und als Privileg, da auch zu wichtigen Themen Stellung zu beziehen und da natürlich irgendwo auch als Vorbild voranzugehen. Aber erwarten kann man es, denke ich, von niemandem. Ich finde, dass man sich schon oder dass jeder sich dessen bewusst sein muss, ehrlich gesagt, was man als Sportler auch für einen Einfluss haben kann auf vor allem auf Kinder. Und ich sage mal so, wenn du bist, wie du bist und dich nicht verstellst, so soll es eigentlich sein. Man muss sich schon immer auch trotzdem bewusst sein, dass man mit Kleinigkeiten jemanden sehr, sehr glücklich machen kann. Es muss nicht das Große sein, dieses große Thema, sondern wenn ein Kind zu einem hergeht und nach einem Autogramm oder nach einem Foto fragt, dann sagt man ja. Das tut man so, das hat was mit Anstand zu tun, meines Erachtens. Weil du kannst diesem Kind innerhalb von ein paar Sekunden einen Lebenstraum erfüllen oder eine Freude schenken. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das sollte man einfach haben. Es gibt einen schönen Satz, dass der Sport die Schule des Lebens ist. Und du lernst es halt von klein auf, respektvoll miteinander umzugehen. Also grundlegende Werte, wie es ist, mit Niederlagen umzugehen. Wie es ist, dem anderen aufzuhelfen und so weiter. Fair Play, Fairness. Das ist eigentlich das, was den Sport ausmacht. Das ist eigentlich das Tolle, muss man sagen. Das, was einem der Sport fürs Leben mitgibt.